Union heute 2-0 verloren. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, war natürlich eine unglückliche Niederlage für uns, weil wir vor allem in der ersten Halbzeit guten Zugriff hatten und auch gut gespielt haben, auch gut gegen den Ball gearbeitet haben. Ja, letztendlich haben wir uns dann selber aus dem Spiel durch die erste richtige gefährliche Torchance geht Hannover in Führung. Ja, dann ist der Rest läuft einfach nur blöd für uns. Okay, danke schön. Sie haben jetzt ein ehemaliger Pokalheld bei 96, haben jetzt gegen Ihren Ex-Verein gespielt und 2-0 verloren. War auch war ordentlich was los dann noch am Ende in der zweiten Halbzeit. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Wie beurteilen Sie die rote Karte? Ja, erstmal muss ich sagen, dass wir uns hier sehr gut verkauft haben. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, weil wir in der ersten Halbzeit 3 bis 4 hochkarätige Chancen hatten und die nicht genutzt haben. Und kriegen dann aus dem Nichts eigentlich das 0-1. Was danach dann passiert ist, finde ich ein bisschen unglücklich. Auch von eurem Trainer. Er ist zwar noch ein bisschen jung, muss vielleicht noch ein bisschen was lernen, weil das gehört sich nicht, weil das ist nicht fair. Sicherlich ist unser Spieler, möchte den Ball haben, aber da mache ich nicht so eine Theatralik da und freue mich nachher noch darüber. Da sollte man fair bleiben und ich glaube auch nicht, dass das der Sinn ist eines U23-Trainers. Da sollte man Vorbild sein und sowas muss ich nicht unbedingt meinen Spielern beibringen. Wie beurteilen Sie die Leistung Ihrer Mannschaft? Ja, ich bin mit der Leistung der Mannschaft, wie gesagt, sehr gut zufrieden, weil wir haben gut nach vorne gespielt. Wir haben die Zweikämpfe gut angenommen. Wie gesagt, das Einzige, was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Okay, danke schön. Heute 2-0 zu Hause gewonnen. Die zweite Halbzeit aus einem etwas anderen Blickwinkel mal verfolgt als normalerweise. Wie beurteilst du die Leistung deiner Mannschaft und die Situation, die zu deinem Platzverweis geführt hat? Ja, ich denke, es war eine ordentliche Leistung und insgesamt auch ein verdienter 2-0-Sieg. Zu Anfang hatten wir sicherlich ein bisschen Probleme mit der robusten Spielweise im Angriff der Kloppenburger zurechtzukommen. Haben uns dann aber darauf eingestellt, sehr, sehr gut heute uns an den Plan im Spielaufbau gehalten. Dadurch sicherlich in gefährliche Situationen gekommen als sonst oder als letzte Woche noch gegen Havelse. Und ja, dann auch am Ende das Ding solide und konzentriert runtergespielt. Ja, zu meinem Verweis auf die Tribüne will ich gar nicht so viel sagen. Ich habe den Ball da, fange ihn, der Spieler will ihn haben, ich werfe ihn den zurück. Und als er ihn fallen lässt, schubst er mich dann noch weg. Von daher war ich ja eigentlich so ein bisschen verblüfft, dass ich dann auch auf die Tribüne musste. Die rote Karte für ihn sicherlich auch zu hart. Von daher, ja, ich meine, das gehört zum Sport dazu. Dafür lieben die vielen Fans den Sport auch, für die Emotionen. Und ich denke nicht, dass das jetzt so eine gravierende Szene war, wo man dem Spieler rot geben muss und mich auf die Tribüne schicken. Ja, nichtsdestotrotz, danach in Überzahl haben wir es sicherlich sehr, sehr konzentriert und gut zu Ende gespielt. Daniel Bauer, heute nach langer Verletzungspause wieder dabei. Wie wichtig ist er als Führungsspieler für die Mannschaft? Ja, Bauer, absolut. In so einer U23, ich habe es ja vor 3-4 Wochen schon mal gesagt, es ist natürlich immer schön, eine ordnende Hand auch innerhalb des Teams zu haben. Die haben wir sicherlich gehabt mit Ronny, aber es ist schön, wenn der ältere Spieler dann neben sich noch jemanden hat. Und in den Trainingseinheiten, die er jetzt dabei war, hat man schon gemerkt, dass gerade für die jungen Spieler da die Führung enorm wichtig ist. Und ich freue mich, dass er jetzt nach so langer Zeit wieder dabei ist. Und ich denke, jetzt haben wir noch eine Option mehr, obwohl wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und da freue ich mich natürlich sehr. Dennis Kader stand heute nicht im Kader. Wie kam es dazu? Ja, Dennis Kader nicht im Kader. Wie sowas geht, ist ja auch ein bisschen paradox. Nein, er hat gestern das Spielersatztraining bei den Profis mitgemacht, hat sich da leicht am Sprunggelenk verletzt, aber das soll nichts Gravierendes sein, was jetzt längerfristig ihn außer Gefecht setzt. Von daher wird er nächste Woche gegen VfL Wolfsburg wahrscheinlich wieder mit dabei sein. Alles klar, dankeschön. Gerne. Markus, dein erster Einsatz in der Regionalliga Nord diese Saison und gleich 0 gespielt. Wie fühlt man sich da? Ja, es ist ein sehr schönes Gefühl, jetzt seit langem auch mal wieder ein Pflichtspiel gemacht zu haben, auch in so einer coolen Truppe wie die U23. Und freue mich umso mehr, dass wir gewonnen haben. Heute 2-0 gewonnen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, war ein schwieriges Spiel gegen eine sehr kompakte Mannschaft. Und ja, Teile der ersten Halbzeit haben uns schon noch schwer getan. Wir hätten aber trotzdem das ein oder andere Tor machen können. Ja, das haben wir dann in der zweiten Halbzeit nachgeholt. Haben wir eine Schippe draufgelegt und ich denke, am Ende hochverdient gewonnen. Wie beurteilst du die Situation, die zum Tribünenverweis für Sören Osterland geführt hat? Ja, gut.
ist natürlich ein sensibles Thema, jetzt hier direkt nach dem Spiel irgendwas dazu zu sagen. Weil im Grunde genommen ging das so schnell, dass man auch gar nicht richtig gesehen hat, was da los war. Aber gut, ja, der Spieler hat sich halt hinreißen lassen zu einer kleinen Tätigkeit. Und ich denke mal, das gehört nicht dahin. Ich weiß nicht, was er vorher gemacht hat, was da der Grund für war. Aber gut, der Schiri hat dann rot gezeigt und unseren Trainer auf die Tribüne verbannt. Ja, alles in allem kleine Randnotiz, die für uns jetzt nicht unwesentlich ist. Wichtig ist, dass wir das Spiel 2-0 gewonnen haben. Und ja, Gewinn macht einfach Spaß und ist einfach ein schönes Gefühl nach dem Spiel. Markus Müllers, erster Einsatz in der Regionalliga Lord, hat die Mannschaft mehrmals vor dem Rückstand bewahrt. Wie beurteilen Sie seine Leistung? Ja, hat einfach gezeigt, dass er ein Ruhepol hinten ist, ganz sicher Rückhalt. Und ja, das Spiel war, wie gesagt, erste Halbzeit auch schon auf Messers Schneide, weil Kloppenburg gelauert hat auf ihre Chancen und die eine oder andere Möglichkeit auch hatte. Und ja, da hast du natürlich einen sicheren Rückhalt hinten drin gehabt. Kompliment an die Leistung von Markus. Und ja, das wurde dann am Ende, sag ich mal, in der zweiten Halbzeit dann auch belohnt. Da haben wir dann die Möglichkeiten, die sich für uns geboten haben, gut ausgespielt und verdient am Ende gewonnen. Alles klar, Dankeschön. Bitteschön. Daniel, nach einer langen Verletzungspause heute endlich wieder dabei. Wie fühlt man sich da? Ja, es ist ein wunderbarer Tag für mich heute. Also zum einen natürlich, weil wir 3 Punkte geholt haben, endlich mal wieder zu Hause gewonnen haben, dann auch noch zu 0, was umso schöner ist. Und ja, persönlich gibt es nichts Schöneres, also nach genau 3 Monaten endlich wieder auf dem Platz stehen zu können und ja, mit den Jungs mal wieder kicken zu können. Also war wirklich wunderbar und ich hoffe, es geht jetzt so weiter. Komplett schmerzfrei trainiert und gespielt oder Schmerzen gehabt? Ja, nee, um Gottes Willen. Also Schmerzen dürfen keine mehr sein. Wir haben, ich habe eine sehr, sehr intensive Reha hinter mir und hatte wirklich Glück mit sehr, sehr guten Therapeuten, sowohl in Berlin bei der OP als auch jetzt in Hannover. Hatte ich also wirklich eine super Betreuung, auch von unseren Physios, und ein großes Dank auch an die Reha am Podby Park, speziell an Matthias, der mich da wirklich die letzten 2 Wochen ja, ordentlich rangenommen hat, aber es hat sich gelohnt und so, da ich auch eine Woche früher spielen konnte, als eigentlich geplant war. Und ich bin also komplett schmerzfrei und jetzt gilt es halt, ja, die Fitness wieder auf 100% zu bringen und dann freue ich mich wieder, die Jungs auch aufs Feld zu führen. Als Führungsspieler, wie schon gesagt, ganz wichtig für die Mannschaft. Nächstes Spiel auswärts in Wolfsburg. Was nehmt ihr euch da vor? Was wirst du der Mannschaft mit auf den Weg geben als Kapitän? Ja, es ist zum einen natürlich ein ganz besonderes Spiel, weil natürlich mit Herr Ismael, Felix Sunkel, Willi FCF, also alte Weggefährten jetzt in Wolfsburg aktiv sind. Und ja, das macht es auf der einen Seite besonders, auf der anderen Seite ist es auch ein zumindest kleines Derby gegen Wolfsburg 2, also hat auch ein bisschen was mit Prestige zu tun. Ja, wir fahren auch dahin, um zu gewinnen. Das wird mit Sicherheit eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, weil Wolfsburg für mich eigentlich die Top-Mannschaft der Liga ist in diesem Jahr. Aber ja, man hat auch gesehen, dass sie auch ein bisschen Schwächen gezeigt haben in den letzten Wochen. Und wir haben jetzt heute wieder Selbstvertrauen getankt und fahren dahin, um möglichst halt 3 Punkte mitzunehmen. Du saßt ja von Anfang an erstmal auf der Bank. Wurdest du dann zu deinem Comeback eingewechselt? Wie hast du das Spiel von der Bank aus und auch von Spielfeld aus dann gesehen? Ja, es war das erwartet schwere Spiel. Also wir waren sehr, sehr gut eingestellt auf Kloppenburg und wussten, dass sie sehr, sehr kompakt stehen und sehr, sehr tief stehen. Und wir haben versucht, halt die Geduld zu bewahren und wirklich in Ruhe aufzubauen. Also das hat eigentlich relativ gut funktioniert, aber leider nicht zielführend. Sprich, wir kamen eigentlich kaum zu Chancen, hatten dann auch leider ein bisschen Probleme, ja, mit dem letzten Pass, mit den entscheidenden Bällen. Auch ein bisschen bedingt natürlich durch die Platzverhältnisse, die nicht so einfach sind jetzt hier zu der Jahreszeit. Aber wichtig war, also wir hatten einen ganz, ganz großen Rückhalt natürlich heute mit Killer im Tor, also der uns 2-mal vorm Rückstand bewahrt hat. Auch da ein ganz großes Dankeschön, dass er da heute uns ausgeholfen hat. Ja, und da haben wir die Geduld bewahrt und haben das wichtige erste Tor gemacht, weil das war uns klar, dass das erste Tor heute entscheidend sein wird. Und danach hatten wir die Räume, die wir dann halt sehr, sehr gut genutzt haben zum 2-0. Dann Ali mit dem Freistoß, der sich heute auch belohnt hat, der heute ja Vater wurde. Das war natürlich auch nochmal besonders schön, hat uns als Mannschaft nochmal gepusht und rundum gelungener Tag. Hat Dennis Kader im Sturm gefehlt oder? Ja, also dass Dennis von seiner Qualität her in der Regionalliga eigentlich nichts verloren hat und deswegen natürlich herausragend ist, steht außer Frage. Und man hat auch diese Saison wieder gesehen, er tut uns unheimlich gut, weil er einfach
ja, Stürmertyp ist, der dahin geht, wo es wehtut, Kaltschnäuze vom Tor ist. Also wie gesagt, also ich spiele sehr, sehr gerne mit ihm zusammen, aber heute war er halt nicht dabei. Sprunggelenkverletzung, genau, wohl im Training zugezogen, genau, bei der ersten Mannschaft. Genau, und sein Ziel ist und muss natürlich auch sein, sich oben halt zu behaupten. Und wenn er dabei ist, ist es super. Wenn er nicht dabei ist, müssen wir halt sehen, dass wir ihn ersetzen. Und die Jungs haben es heute offensiv auch sehr, sehr gut gemacht. Valmi hat es vorne gut gemacht, die Jungs sehr variabel gespielt und ja, hat schon gepasst. Vielen Dank für das Interview. Gerne, alles klar.